Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Herren. Wieder eine neue Episode. Die Woche ist wieder mal um. Ich weiß nicht, ob sich mein Gast an den 29.07.2021 erinnern kann. Um 23.04 Uhr kam ein E-Mail und da war ein Satz. Diejenigen, die auf YouTube schauen, sehen ihn jetzt. Die, die im Radio hören, die sehen ihn nicht. Also, am 29.07.2021 um 23.04 Uhr kam ein E-Mail und da waren einige Dinge und unter anderem: Wäre es da mal nicht schlecht, eine Episode zu machen mit einem Nicht-Leica-Fotografen, so nach dem Motto Leica aus Sicht eines Nicht-Leica-Fotografen. Das war so damals ein Satz, den du gehabt hast. Und dann habe ich noch zwei Eckdaten, über die wir heute reden werden und müssen, nämlich den 27.10.2021 und den 22.12.2023. Und diejenigen Hörerinnen und Hörer, die mir schon einmal zugehört haben, die wissen, ich sage, wenn man es einmal angreift und anscheinend auch nur hört, dann wird die Zeit, die Kamera zu bedienen und anzugreifen, immer kürzer. Und Sie können sich also jetzt vorstellen, vom 29.07. bis zum 27.10. und dann bis zum 22.12., da ist ein bisschen was passiert. Aber lassen Sie mich begrüßen, Alexander Bischoff. Hallo Alexander, schön, dass wir uns einmal auch persönlich mehr oder weniger hier online treffen. Ja, hallo Michel, herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Und ja, damit geht ja auch ein kleiner Traum sozusagen in Erfüllung, mal in diesem Podcast Gast zu sein, muss man ja ganz ehrlich so sagen. und ja, also ich wurde jetzt gerade von dem ersten Datum überrascht, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du das erwähnt hast, fällt mir das auch wieder ein, ja. Das stimmt. Ich hoffe, es war nichts noch dazwischen, was ich übersehen habe. Nein, alles gut. Ich gebe zu, ich hab deinen Namen gesucht in meinen E-Mails, um deinen Lebenslauf herauszupischen. Und da kam dieses Mail als erstes. Und weil ich nichts weglösche zum Leidwesen meiner Lieblingsfrau, ist das wieder aufgetaucht. Fühle mich geehrt, wenn du sagst, es ist ein Traum Erfüllung gegangen, hier in meinem Podcast zu sitzen. Also so schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Pass mal auf. Du kannst aber nur da sitzen, weil du mit Leica jetzt fotografierst und gegen alles andere wehre ich mich noch ein bisschen. Ja. Bevor wir aber über diese Reise reden, mal ganz kurz zu dir. Du bist in der Nähe von Stuttgart zu Hause. Man kennt dich als Hochzeits-People-Fotograf, wenn man das mal so sagen kann, obwohl du eigentlich ganz anders angefangen hast mit deiner Fotografie. Ja, richtig. Was war denn das Erste, was du so fotografiert hast? Also das allererste war mit der allerersten eigenen Kamera, analog damals zur Kommunion bekommen, eine Konica, so ein mintgrüner, bunter Automat, sage ich jetzt mal so, als Kind eben geknipst, sagen wir es mal so. Die erste bewusste Beschäftigung mit der Fotografie fand dann im Teenageralter statt, mit noch analogem Einstieg. Das Ganze war damals dann auch noch aufgrund der, der Zeitverzögerung zwischen Aufnahme des Bildes und dem Bekommen der Bilder, das ja dann bei analoger Zeit und entwickeln lassen ja dann locker ein paar Wochen gedauert hat, war der Lerneffekt natürlich noch nicht so groß. Deswegen war das damals alles noch eher, heutzutage würde man auch sagen, knipsen. Ne? Das Erste, wo ich sagen würde, so richtig intensiv, war dann das Thema Naturfotografie. Also damit bin ich eigentlich hauptsächlich eingestiegen. Das war dann schon im digitalen Zeitalter. Also ich bin noch analog damals bewusst eingestiegen mit einer EOS 33 von Canon oder Canon, je nachdem, wie man es ausspricht. Und wollte bewusst analog einsteigen, auch wenn es damals schon die ersten Digitalkameras, die ersten brauchbaren Digitalkameras und so weiter gab. Schönes Gehäuse und so weiter. Und natürlich halt damals ein typisches Zoom drauf gehabt. Ne? Man wusste ja nicht besser. Und dann kam, war dann schon noch auch mit Diafilm dann teilweise unterwegs gewesen. Dann schon die ersten Ergebnisse. Ich weiß noch, das Highlight war damals eine Ägyptenreise, die dann auf Dia dokumentiert wurde. Das war dann alles so, recht interessant. Und irgendwann war auch aufgrund der alten Kamera meines Vaters, der ist verstorben, als ich ein Jahr alt war. Aber da wusste ich aus Erzählungen, dass der immer sehr, sehr gern fotografiert hat. Und hatte da auch noch die alte Kamera von ihm, eine alte Canon AL1 mit einem 50-1.8er, also so Standard-Kit, was es ja damals zur analogen Zeit gab. War auf jeden Fall
da ja Canon vorgezeichnet und ja, dann mal der Einstieg in die Fotografie und die EOS 33 und dann irgendwann kam dann der Wunsch nach einer Digitalkamera, nach einer richtigen. Am Anfang war es eine Olympus, Lass mich kurz mal da zurückgehen. Ja, du sprichst so vom Standard-Zoom. Was war denn damals so die Standardbrennweite? Weißt du das noch? Bei dem EOS 33, ja, ich habe die Kamera ja noch. Das ist ein 28-105. Also so ungefähr das, was man heute auch noch als Kit-Objektiv ungefähr richtig, dazu kriegt. Ne? Ja. Nur halt in APS-C-Format. Und dann hast du noch etwas gesagt, und das finde ich auch immer spannend, dass wir, ich habe auch analog fotografiert, aber dass wir eigentlich das 50mm so als Standardobjektiv in der analogen Zeit gesehen haben. Ja, also so halt. Standard 50er dabei, so 1,4. Heute sagt man, 1,4 ist aber toll lichtstark. Ne? Das war damals eigentlich überhaupt kein Problem. Das war einfach 1,4, 1,8. Das waren so die Brennweiten und die Blenden, die man halt hatte. Und das war selbst ja die alte Canon, die analoge von meinem Vater damals, die war ja aus den, sag ich jetzt mal, 80ern. Und da war das 50-1.8 ganz, ganz normales Kit-Objektiv und heutzutage sagst du schon, ist es was Tolles. Ja, also, ne? Schon interessant in der Hinsicht, absolut. Das ist, und ja, jetzt kam dann die digitale Zeit. Ja. Und du bist fremdgegangen. Ich bin fremdgegangen in dem Sinn, dass ich gesagt hatte, okay, jetzt wagen wir mal den digitalen Einstieg. Und da hatte ich dann so eine Olympus K-Media C725 Ultrasoom. Stimmt, habe ich wieder rausgesucht. mir gekauft, weil die relativ günstig im Angebot war. Und es war eine kompakte. Man konnte 4 Akkus reintun. Also so normale Doppel-A-Akkus. Und es war einfach mal so ein Einstieg in diese digitale Welt. Kostengünstig und man konnte es in den Urlaub mitnehmen. Und ja, Fotografie war vielleicht, also war zwar schon interessant, aber jetzt nicht so dieses alles bestimmende Hobby, sage ich jetzt mal so. Ja, genau, damit erstmal gestartet. Und was man sagen muss, da gibt es Bilder, die bis heute teilweise noch irgendwo hängen. Also 3 Megapixel. Aber mal auf DIN A4 trotzdem ausgedruckt, also kann auch reichen. Ne? Es muss nicht immer praktisch die 40 Megapixel oder die 60 Megapixel oder sowas sein. Ich hatte aber damals bei der Nikon, glaube ich, 2,4 Megapixel bei dieser 9 Coolpix 995, glaube ich, hat die geheißen. Das war so zum Verdrehen. Das war so damals mein Einstieg in die digitale Kamera. Und das Display hinten ist ungefähr so groß wie jetzt die Größe des Akkus. Kleiner wahrscheinlich, wie der Akku jetzt groß ist. Ne? die hatte auch so ein ganz kleines Display hinten drauf. Man hat damit fotografiert, man hat damit gearbeitet, man konnte eigentlich alles machen. Richtig. Und das Erschreckende ist ja, dass es hat nichts gefehlt. Nee, es hat eigentlich nichts gefehlt. Also damit konnte man auch alles machen. Ja. Naja, man konnte alles machen. Die hatte sogar extra eine Taste, um den Bildschirm nämlich auszuschalten für Stromsparfunktion. Also damals schon innovativ, würde ich sagen. Also war eigentlich kein schlechtes Gerät, muss man sagen. Und sie funktioniert heute noch. Das ist toll. Also ich habe meine nicht mehr. Also ich habe da noch einen Werbeprospekt im Regal irgendwo stehen. Ich sehe ihn gerade nicht, aber der steht da. So, also zurück. Olympus. Ja, die kleine, die kompakte. Ja. Die kompakte. So, und irgendwann war da das zu wenig. Genau, da war dann irgendwann der Wunsch nach mehr da, eben auch, ich sage jetzt mal, wirklich die Fotografie intensiver zu verstehen. Also Zeit ISO. Aber das waren ja fix verbaute Brennweiten, zumindest bei der Nikon. Da waren, oder war bei dir das schon Wechselobjektive? Nee, das war ein Zoom, ein fest verbautes Zoom, ja. Mhm. Richtig. Genau, und dann kam irgendwann der Wunsch nach mehr, dass eben, ja, man, sag ich jetzt mal, also einerseits, ich hatte dann Lust auf Naturfotografie und der Wunsch nach Makro und den tieferen Einstieg in die Fotografie, sagen wir mal. Und dann stand eben damals, das war so die Zeit, Canon EOS 50D, EOS 550D, so diese Ära. Hatte sich dann unterhalten und informiert und so weiter. Und dann ist es dann doch die Canon EOS 50D geworden. Wo ich dann das Ding in der Hand hatte, muss ich sagen, ja, das war dann so eine richtige Kamera, weil die lag super in der Hand, hatte einen tollen Batteriegriff, hatte einen tollen Griff, konnte
ich meine, um die 5 oder 6 Bilder in der Sekunde, irgendwie sowas in der Richtung, hatte 15 Megapixel. Also das war dann schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Damit konnte man dann schon arbeiten. Und ich bin auch damals vielleicht etwas, ja, sagen wir so, verwunderlicher, aber spezieller Einstieg. Ich habe die Kamera und ein Makroobjektiv gekauft. Also nicht mal was Normales, sondern direkt mit dem Makroobjektiv eingestiegen. Weil das dann schon da die Zeit war, wo ich gesagt habe, ja, intensiv, ja, Naturfotografie, und ab da begann dann die, ja, längere oder die große lange Kennenzeit, sage ich jetzt mal so. Mit eben schon dem Thema Naturfotografie als Hauptthema. Natürlich kam dann auch mal ein Standard-Zoom dazu und so weiter und mal ein Blitz und die typische Ausrüstung, die man sich dann ja irgendwann schon mal erweitert. Es kam dann auch irgendwann mal die, ja, dann hat, glaube, meine ich, irgendwann mal die eine Verwandte auf jeden Fall geheiratet, dann hieß es mal, ob ich da die Porträtfotos vor der Kirche mal machen kann. Da hat man halt damals, ja, aus heutiger Sicht, oh Gott, ja, mehr schlechter als recht, aber man hat's trotzdem hingekriegt. Dann ging es da immer tiefer in die Naturfotografie rein. Also dann inklusive dem Canon 100 bis 400 mm Zoom-Objektiv, weil das war dann schon das, was man, ja, was ich unbedingt haben wollte. Das ist, also viele kennen es vielleicht noch unter der Luftpumpe. Das war das, man konnte nicht drehen, sondern man hat es rausgeschoben vorne. Das war so ein ganz, ganz legendäre Bauweise bei Canon, aber also recht bekannt. Und damit war dann wirklich intensiv auch Greifvögel, also Mäusebussard und allem drum und dran, war ich dann sehr intensiv unterwegs über, ja, doch lange Zeit. Und klar, dann kam mal das eine Objektiv, dann ging mal das eine Objektiv und so weiter. Wenn du von Tierfotografie oder Naturfotografie sprichst, ist das schon so, ich sag's einmal, professionell gewesen, dass du dich zuerst mit den Tieren beschäftigt hast, die du da fotografierst? Du hast also gewusst, welches Tier du da aufnimmst, oder bist du in den Wald gegangen und hast gesehen, oh, da läuft was, das gefällt mir, ich löse es aus? Nee, also ich hab's dann schon gezielt zu sagen, ja, ich suche jetzt die Brutstellen, den Adlerhorst oder ich weiß nicht, und ich habe gehört, dort ist irgendein Greifvogel zu Hause, da gehe ich jetzt hin. Ich bin dann schon sehr tief in dem Sinn eingestiegen. Also nicht, oh, da fliegt was, ich knipp's mal, ich halt mal drauf. Nee, das war dann schon so intensiv, dass ich gesagt habe, inklusive auch Tarnklamotten und früh aufstehen und raus und dann eben meistens eher in Richtung Rehe. Zum Beispiel, wo du dich dann wirklich auch mit dem Thema Windrichtung beschäftigen musst, wann treten die Rehe aus dem Wald aus, also so die ganzen Eigenheiten der, sag ich jetzt mal, der Tiere und allem drum und dran, damit schon detailliert beschäftigt, um einfach auch, weil ein generelles Interesse an der Natur da war. Also das heißt, da schon tief eingestiegen und dann eben Tarnnetz und das und so. Und die ganzen intensiven Dinge praktisch, die mit denen ich mich dann da auseinandergesetzt habe, das war dann schon, ja, ein tiefer Einstieg in dem Sinn, ja. Wenn man nur ganz kurz nach vorne schauen, und du kannst gleich weitererzählen, so Richtung Hochzeitsfotografie, war das mehr Materialschlacht in der Tierfotografie? Musstest du da wesentlich mehr schleppen? Was ist anstrengender? Mann, das ist jetzt eine gute Frage. Also in der Tierfotografie, da es ja nicht professionell oder gegen Bezahlung oder sowas war, konnte man gemütlich mit einer Kamera, sage ich jetzt mal, unterwegs sein. In der Hochzeitsfotografie hast du in der Regel mindestens zwei Kameras dabei. Aber es artet schon mehr in Richtung Materialschlacht aus, die Naturfotografie, weil du dann in der Regel ein Stativ dabei hast. Dann brauchst du in der Regel ein stabiles Stativ, jetzt nicht das 50 € günstige Ding, sondern was Größeres, dann noch einen ordentlichen Kugelkopf dazu und allem drum und dran. Ja. Wobei die tollen Novoflex-Kugelköpfe dann erst viel, viel später eingezogen sind. Aber das nur nebenbei. Also das heißt, ja, die Naturfotografie artet schon in Richtung Materialschlacht aus. Und man schleppt dann schon ordentlich Equipment. Okay, weiter, Naturfotografie? Ja, alles gut, ja, genau. Das ist dann auch lange Zeit bei der Naturfotografie geblieben erstmal, weil das schon das Hauptinteresse war, aber dann kam dann doch irgendwann mal von einem guten Kindergartenkumpel die erste Hochzeit, der dann gefragt hat, könntest du nach der Kirche und so die Feier dann begleiten? Und ich so, ja klar, natürlich, weil Fotografie einfach interessantes Hobby, und das war dann aber erstmal wieder rum, und dann ging so ein
ja, ein paar Jahre ins Land. Ich war dann, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also was, ja, dort ITler-Beruf, wobei, da haben wir ja auch schon gemerkt, in den verschiedensten Podcast-Folgen ITler und Fotografie, das passt irgendwie ganz gut. Und ich habe dann irgendwann, ja, also klar, die Naturfotografie dann eben weiter betrieben. Dann kam irgendwann der Wechsel auf eine 7D Mark II von Canon, weil die dann doch deutlich schneller war. Die konnte, meine ich, 10 Bilder in der Sekunde. War dann einfach so ein deutlicher Schritt nach vorne. Und dann hat es irgendwann angefangen, dass ich gesagt habe, privat habe ich die Kamera nicht mehr so viel mitgenommen. Also zwar Naturfotografie, das Hobby praktisch weiterhin betrieben, aber jetzt im Privaten, dass man sagt, ja, ich mache einen Familienausflug und dann nehmen wir was mit. Das war immer weniger, lag auch mitunter daran, weil die Kamera dann doch 900 Gramm alleine wiegt, ohne das Objektiv. Das habe ich nämlich nochmal nachgeschaut. Das ist halt einfach ein gewisses Gewicht. So. Hast du dann gar nicht fotografiert? Doch schon. Da müsste schon Smartphone gegeben haben. Wir reden jetzt von so 2005, 6, 7. Ja, ja. Also schon fotografiert. Gut, Smartphone war jetzt noch nicht ganz so der Hit. Weil Smartphone, ja, es gab damals also, Smartphones. Keine Ahnung, aber so ungefähr. Also das iPhone war, glaube ich, noch nicht ganz draußen. Ah, weil ich habe 2005 bis 2008 studiert. Okay. Da gab es noch kein iPhone. Das kam erst 2007 oder 2008. Dann machen wir es anders. Irgendeine Pocket-Kamera, so Ixos von Canon oder sowas. Vielleicht hat sowas schon gegeben. So für unterwegs also, halt. Sowas gab es schon, aber hatte ich nicht. Also wenn dann war der Anspruch, ne, dann will man doch mit der Großen unterwegs sein. Aber das Gewicht hat irgendwann einfach dazu geführt, dass man es dann doch nicht so mitgenommen hat. Und dann eigentlich so ein bisschen fast forward, so ein paar Jahre nach vorne, ging es ja, weiter und ich hatte dann durch einen Kollegen, genau, den jetzt mal seinen ersten Wechsel wieder abbilden, hatte ich durch einen Arbeitskollegen dann mitgekriegt, ja, Olympus Micro Four Thirds sei ganz attraktiv und die hätten da was ganz Gutes am Start und so weiter. Und dann hatte ich mir das eine Weile angeschaut und gedacht, ich so, ja, die Gewichtsersparnis ist auf jeden Fall schon mal da, weil Micro Four Thirds, ne, deutlich kleinere Sensor, Objektive sind halt dann schon von der Bauweise her kleiner, mit Kropffaktor kriegst du dann eine ähnliche Reichweite und so weiter hin. Und bin dann irgendwann umgestiegen von Canon dann zu Olympus, zur EM1 Mark II und einem 300mm F4 Objektiv, das zumindest schon mal eine konstante Blende hatte. War schon mal nicht schlecht. Autofokus hat eigentlich auch ganz gut gepasst und Makro-Funktionalität, also so ein paar Features hat Olympus, wo man sagen muss, die sind schon ganz, ganz gut. Ja, und dann war ich erstmal da eine Weile mit Olympus unterwegs. Hast du durch diesen Wechsel, also abgesehen davon, dass du wieder fotografiert hast, weil du es mitgeschleppt hast, ja, aber hast du durch diesen Wechsel auch deinen Bildstil geändert? Also hast du jetzt andere Motive aufgenommen, weil andere Haptik, weil anderes Gefühl oder unbeschwerter, keine Ahnung. Kann man sagen, dass dich durch die Kamerawechsel und die Bedienung der Kamera, das Gewicht der Kamera, dein Stil auch verändert hat? Vielleicht auch nur die Motivwahl? Der Stil würde ich jetzt nicht sagen. Der Stil war immer noch Naturfotografieren relativ gleich. Was ich schon geändert hatte, war, dass ich dadurch, dass ich dann das leichtere System hatte, wieder mehr draußen war und dadurch wieder bessere Bilder praktisch gemacht habe. Also ich war wieder mehr draußen, öfters draußen und dadurch ergaben sich dann automatisch wieder mehr Möglichkeiten. Die Bilder wären, würde ich jetzt aber mal behaupten, mit dem System vorher in ähnlicher Art und Weise möglich gewesen. Sicherlich hätten wir vielleicht dann das eine Bild mal ein bisschen mehr bearbeiten müssen oder sowas, aber ne, Nuancen, sagen wir es mal so. Aber es war nicht so, dass du sagst, du hast auch gewechselt, weil die Farben anders sind jetzt oder weil die Farben besser geworden sind oder schlechter geworden sind oder das hast du nicht so damals mitbekommen. Das war eigentlich alles eher, also man hat schon ein bisschen einen Farbunterschied gesehen, aber das war jetzt damals nicht so entscheidend. Genau, dann war ich mit Olympus unterwegs, richtig. Und dann kam irgendwann die Geburt unserer ersten Tochter, das war 2017. Und die hat natürlich dann erstmal das Leben verändert. Da erzähle ich jetzt, glaubt ihr, nichts Neues. Da hat sich so einiges verändert dann.
natürlich war auf einmal natürlich das Kind interessant zum Fotografieren und nicht mehr eben das Reh, das irgendwo auf der Wiese steht. Vor allem geht natürlich die verfügbare Zeit dann natürlich extrem nach unten, wenn einfach Nachwuchs da ist. Soll ja aber auch so sein, das will. Ja, dann hatte man natürlich erstmal Olympus-Kamera und so weiter. Und dann kam unser Umzug auch wieder. Wir waren zwischenzeitlich mal 4 Jahre bei München wohnhaft, sind wieder zurückgezogen in die alte Heimat, weil dann hier aus der Familie wir ein Haus übernehmen konnten und die Tochter eben auch geboren war. Und da ist es dann doch ganz praktisch, wenn Oma, Opa und so weiter dann um die Ecke sind. So. Und dann war auch klar, dass ich hatte dann noch einen Jobwechsel mit diesem Umzug einhergehend und es war dann relativ klar, Naturfotografie ist auf die lange Sicht jetzt erstmal nicht mehr so wirklich drin, so wirklich möglich. So, und dann kam eben da schon so der erste Gedanke mal auf, na, mit Kind und so weiter, dann ist halt die Freistellung bei Micro Four Thirds jetzt nicht gerade der Hammer. So, Micro Four Thirds ist der Crop Faktor 2, also das heißt ein Standard-Zoom mit 2,8er Blende, hat ein Licht von 2,8, aber eine Freistellung von 5,6, umgerechnet auf Vollformat. Ja. Das ist dann jetzt einfach nicht... Wir hatten zuerst gesprochen, dass 50 mm 1,8 der Standard war, ne? Ja, und jetzt sprechen wir schon von 5,6. So, genau. Also da gab es dann zwar auch mal so 1,2er Linsen, die dann aber wieder eine umgerechnete 2,4 sind und so weiter. Also war dann alles auch nicht mehr ganz so befriedigend. Dann kam dann noch einmal eine angekündigte Superkamera raus von Olympus, die EM1X damals, mit integriertem Batteriegriff, also so wie die 1er von Canon oder die Nikon D3, D4 und so weiter, hatte ich mir dann zugelegt, so als die Kamera für die nächsten Jahre, hatte mich aber dann nicht überzeugt vom Autofokus her und so weiter und war dann irgendwie, die lag dann echt mehrere Monate nur herum, habe ich gemerkt, okay, jetzt du hast die neue Kamera gekauft, die liegt nur rum, jetzt ist irgendwas falsch. Und dann kam dann einhergehend mit den ersten Gedanken in deutlich verstärkter Porträtfotografie auch die nächste Überlegung, jetzt muss man doch mal Vollformat ausprobieren oder Kleinbild. Kann ich nochmal kurz zurück zu Olympus gehen? Mhm. Ich habe Olympus, obwohl ich es nicht hatte, so wahrgenommen, dass der Hersteller war, der am schnellsten von der Frequenz her Kameras auf den Markt gebracht hat. Von der Bezeichnung her auch Kameras, wo ich jetzt als Laie nicht erkannt hätte, ob das das neuere oder das ältere Modell war oder das bessere oder das schlechtere Modell. Ist das etwas, was dich zum Überlegen bringt, wenn du sagst, ich habe da jetzt eine Olympus Variante A und 2 Monate später kommt B heraus, die noch viel besser ist und ein halbes Jahr später kommt schon C heraus, das ist noch besser. Ist das etwas, das dich als Besitzer so einer Kamera hertreibt? Noch dazu mit Informatikstudium oder Teilinformatikstudium, also auch hinsichtlich der technischen Funktionalitäten, also ein bisschen affin und nicht jetzt gerade Künstler, dem das wurscht ist. Merkt man das gedanklich, dass man sagt, ich habe jetzt schon was Altes, obwohl es eigentlich erst ein Jahr alt ist? Richtig, ja, also spielt schon eine Rolle, ja, würde ich behaupten, wobei ich das damals eigentlich gar nicht so intensiv empfunden habe, also die Produktzyklen waren, also jetzt zumindest unter den, sag jetzt mal, Top-Modellen, die Einser-Modelle, eigentlich nicht zu kurz. Also da hat es schon auch so 2, 2,5 Jahre in der Regel gedauert, bis eine neue rauskam. Also das war eigentlich okay, aber da ich schon immer so ein bisschen geprägt war, man hat schon gern das Beste in Anführungsstrichen da und dann mit ein bisschen Technikverständnis und dann weiß man gerade in der Naturfotografie, wo man sagt, mehr Bilder pro Sekunde sind dann da schon toll und allem drum und dran. Da hat man natürlich dann schon gern das Neueste in dem Sinn. Ich bewundere ja Leute, die dann sagen können, bis ich die Kamera ausreize, dauert es noch mehrere 4, 5, 6 Jahre und erst dann schaue ich, was dann gerade auf dem Markt ist und dann kaufe ich mir das neue Modell. Wenn man so sein kann, so fühlt, das ist wunderbar, das spart viel Geld. Kann man aber meistens nicht steuern unbedingt. Sagen wir es mal so. Aber es gibt da ja so noch eine andere Marke, die wirkt da sehr heilsam dagegen. Auf jeden Fall war ja, so also, nie. Ja, genau. Richtig. Genau, dann kam nach
nach Olympus kam dann der Wechsel zu Sony. Unter anderem auch deswegen, also ich hatte damals schon auch Canon wieder mit einbezogen, weil ich das ja vorher hatte, aber Canon war zu dem Zeitpunkt mit den spiegellosen Kameras und elektronischer Suche und so weiter noch nicht da, wo sie heute sind. Deswegen war das damals keine Option und dann ist es die Sony A7 III geworden. Das war dann 2018, meine ich. Und da hat es dann auch angefangen, dass ich gesagt habe, ja, das Thema, ich brauche praktisch irgendwie fotografisch ein neues Themenfeld, sagen wir es mal so, mit dem ich mich intensiver beschäftigen möchte. Weil es war klar, Fotografie ist immer noch das Hobby, aber Naturfotografie ist zeitlich einfach in dem Sinn nicht mehr drin. So, wie kommt man jetzt aber da davon, wie kommt man jetzt auf Hochzeitsfotografie? Wie kann man so verrückt sein praktisch? Mag sich vielleicht der eine oder andere auch fragen. Naja gut, also es war dann einfach so, ich hatte dann mich mit den verschiedensten fotografischen Gebieten beschäftigt. Porträt war ja eh, sag jetzt mal so, mehr im Fokus aufgrund der Kinder oder aufgrund des Kindes. Und von Porträt ist es dann zu Hochzeiten manchmal nicht mehr ganz so weit. Außerdem, es ist allgemein bekannt, dass man durch Hochzeitsfotografie auch, ich sag jetzt mal, einigermaßen einfach ein bisschen Geld verdienen kann. Also klar, ich will jetzt nicht die Hochzeitsfotografie runterreden, das ist anspruchsvoll, aber man kann, da ist ein Markt eigentlich immer da, jedes Jahr heiraten Leute, jedes Jahr ist Bedarf an Hochzeitsfotos und um jetzt mit der Naturfotografie Geld zu verdienen, da brauchst du schon außergewöhnlich gute Bilder, sagen wir mal so. Ich bin auch, oder bin auch Mitglied in der GDT, also wo der Radomir schon mal bei dir war, Radomir Jakubowski, der ja im Vorstandsmitglied ist, da reden wir dann schon über einen Radomir, der dann gut davon leben kann, aber von hochwertigsten Fotos, aber für den Otto-Normalverbraucher, da kannst du mit der Naturfotografie nicht gerade unbedingt viel Geld verdienen. So. Und ich bin aber zur Hochzeitsfotografie deswegen gekommen, weil ich dann über die Hochzeitsfotografie nachgedacht habe und dann hatte ich gemerkt, okay, wenn ich an Hochzeiten denke, dann denke ich in Bildern. Ich denke praktisch im Endergebnis. Bei der Naturfotografie hatte ich oft das Thema, dass die Kamera, die Technik, das Objektiv ein Thema war. Man hat immer an das Objektiv, was brauche ich für Settings und so weiter. Und bei der Hochzeitsfotografie hat es dann einen Klick gemacht und ich habe gemerkt, okay, jetzt denke ich in Endergebnis, was will ich erschaffen? Und da habe ich gewusst, okay, das ist jetzt eigentlich das ist das Richtige, sagen wir mal so. Und habe dann einen Workshop besucht, wo es mal so um die Grundlagen der Hochzeitsfotografie als Business ging. Also sowohl ein Paar-Shooting war dann da dabei, es war einfach ein Einblick in den Business-Ablauf, weil als Laie hast du da jetzt nicht so viel Ahnung davon. War aber ein guter Workshop, der hat mich dann dazu bewogen, in das Thema tiefer einzusteigen. Und ja, dann habe ich auch ein Gewerbe angemeldet, zum Leidwesen meiner Frau. Weil wir haben nebenher noch das Haus renoviert, das zweite Kind war dann irgendwann mal unterwegs und ich habe angefangen, noch ein Gewerbe anzumelden. Also der optimale Zeitpunkt. Geld auszugeben für neues Equipment, weil man braucht das ja. Ja, das auch. Also das war alles auf einmal praktisch. Aber gut, ich habe damals schon gesagt, ich muss das jetzt machen, sonst werde ich es ewig bereuen, dass ich es nicht getan habe. Und dann bin ich halt ganz, ganz tief eben schon in das Thema Hochzeitsfotografie eingetaucht. Hab praktisch dann ja die Webseite hochgezogen, hab die ersten, sag jetzt mal, paar Fotos gemacht, also mal noch ohne Hochzeit und so weiter, um ein kleines Portfolio zusammenzustellen, um dann irgendwann ja doch den ersten bezahlten Auftrag praktisch an Land zu ziehen und dann in die Hochzeitsfotografie einzusteigen. Aber das war schon klar, dass ich da dann auf jeden Fall mit zwei Kameras parallel unterwegs sein werde, weil mit einer Kamera auf eine Hochzeit, auf eine bezahlte Hochzeit zu gehen, das ist in dem Sinn Harakiri, weil wenn der die runterfällt, dann ist halt Ende Gelände und das darf da halt nicht passieren. Und deswegen dann klar die zweite Kamera angeschafft, dann brauchst du verschiedene Linsen. Da war dann auch irgendwann der, das stimmt jetzt nicht, der Umstieg zu Festbrennweiten, weil ne, Hotelfotografie war ich ja viel mit Zoom unter Objektiv unterwegs, da fällt mir noch ein, es hat sich ein kleiner Weg schon vorher abgezeichnet gehabt mit Olympus, und zwar ich hatte bei Olympus die Pen-F Kamera, die ganz kleine,
Ja, eine relativ kleine, die schon so ein bisschen vom Design her in Richtung Messsucherstil, also auch mit Sucher links oben und so weiter ging, die ziemlich retro ausgesehen hat, sagen wir mal so. Da hatte ich mich damals das erste Mal so richtig an Festbrennweite an 35 mm gewöhnt, weil es hieß immer, ja, Festbrennweiten und so weiter, das ist die Erleuchtung praktisch und so weiter. Hat man gemerkt, ja, Festbrennweite, das hat irgendwie was, jetzt, du willst das jetzt auch können, praktisch damals schon mit Olympus. So kam auch das Thema Festbrennweiten damals rein. Bei Hochzeitsfotografie war es eh klar, da willst du dann lichtstarke Festbrennweiten haben. Und nicht nur das Zoom. Ja, und dann waren wir eben so mit 35, 85er Kombination unterwegs. Und irgendwann kam mal ein 50er dazu und ne, so die typischen Sachen eben. Hast du dann auf den beiden Kameras auch die beiden Objektive drauf gehabt, dass du sagst 35 und 85 je eine Kamera und du wechselst halt die Kameras? Oder ist das so, dass du gesagt hast, die eine Kamera ist eigentlich zur Not immer im Kofferraum und mit der anderen Kamera wechsle ich die Objektive? Nee, parallel fotografieren. Also dann mit so dem typischen Doppel-Hosenträgergurt und dann links das 85er Baum gehabt, rechts die Hauptkamera mit dem 35er. Genau, dann praktisch beide in Benutzung parallel. Ja. Und dann halt beim Porträt-Shooting eben dann das 85er oder ein 135er hatte ich dann mal. Und, na, also so alles im typischen Bereich von, in Summe war es dann 24 bis 135 mm. Wir reden aber jetzt von Sony noch. Von Sony, genau, ja. Richtig, richtig. Genau. Das war eben die Sony-Zeit, die hat auch dann abgeliefert, alles wunderbar, alles gut. Und dann hatte ich irgendwann mal einmal festgestellt, okay, ja, für die private Familienausflüge mit Kindern oder dann irgendwann kam das zweite Kind auf der Welt, unser Sohn. Jetzt fehlt doch da wieder eine Kamera praktisch. So, ne? Weil ich hatte dann schon die Sony eher mit der Hochzeitsfotografie in Verbindung und das war dann eben so die Kamera für das Business in Anführungsstrichen. Außerdem wollte ich jetzt natürlich nicht die Kamera jedes Mal komplett umkonfigurieren, wenn ich sie privat nutze, um sie dann wieder beruflich praktisch zu nutzen, auch nebenberuflich zu nutzen. Das war natürlich dann auch ein Thema. Und weil klar kann man sagen, man kann da jetzt genauso eine Kamera mitnehmen, aber ich war dann einfach so der Typ, okay, das ist das Equipment für das und für privat darf es dann auch kleiner und kompakter sein. Und bin damals dann über verschiedenste Podcasts irgendwie damals dann zum Thomas Jones gekommen, der bei mir auch um die Ecke nicht so weit weg wohnt. Und der war dann damals schon, ja, immer engagiert, Fuji-Enthusiast. Gut, mittlerweile ist er Ambassador oder Fuji X-Photographer heißt es genau. Also Marken. Botschafter, Dingens, Ambassador halt. Und dachte ich, okay, auch interessant mal. So, und hieß es immer JPEG-Rezepte und allem drum und dran. Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich gemerkt, fürs Private, so nach dem Motto, die Sony hat abgeliefert, mit der konnte man wunderbar arbeiten. Aber ich hatte gemerkt, okay, es hat mal jemand sehr gut beschrieben, die Sony fühlt sich an wie eine PlayStation. Ich Das hab's nicht war. gesagt. Ja, genau. Das Ja, aber warst jetzt du. irgendwer hatte das mal zu mir gesagt oder hatte das mal irgendwo geschrieben und dachte ich so, ja, das passt relativ gut. Das ist halt praktisch ein Gerät, das liefert Top-Arbeit ab, gar keine Frage, technisch super. Aber so dieses Fotografie-Feeling ist nicht so da. Der Autofokus hat super funktioniert. Du hast gesagt, ja, hier Augenautofokus, du konntest wunderbar deinen Auftrag erledigen. Aber so dieses, so ein bisschen dieses Fotografiegefühl, so ein bisschen dieses Handwerkfotografie, so ein bisschen die Emotionalität dabei, die habe ich so ein bisschen, irgendwann ein bisschen gesucht. Also ich habe sie vermisst in dem Sinn. Warum, da, jetzt muss ich unterbrechen, denn viele Dinge merkt man ja immer erst, wenn man nachher was anderes hat und so der direkte Vergleich ist jetzt besser, ist jetzt schlechter, wie auch immer. War das schon so, dass du währenddem du mit Sony fotografiert hast, gemeint hast, gemerkt hast, dass Sony doch nicht dein Handschmeichler-Ding ist? Oder war das so, dass du sagst, du hast einmal was anderes in der Hand gehabt? Denn was ist ausschlaggebend? Du kaufst zwei Sony-Kameras oder vielleicht sogar eine dritte, keine Ahnung, um noch ein Backup zu haben. Du kaufst nicht die billigsten, dass du hast wirklich gute, du hast auch gesagt, Ware, die abliefert. Ja. Wie merkst du das, dass dir das jetzt fehlt, dieses Gefühl, dass das jetzt dir wie eine
PlayStation vorkommt. Denn was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass man, wenn man die Kamera hat und nichts anderes hat, ja, das merkt. Das ist eine gute Frage, ja. Also da, man spricht, also da kannst du eigentlich nicht über was Rationales reden, sondern das ist eigentlich in der Regel was Irrationales, aber was Emotionales. Ja, wir reden ja, im Like-Enthusiast-Podcast, also richtig. Da ist nichts rational. Genau, so. Geht es eigentlich um ein emotionales Thema. Also ich hatte zu der Zeit, sage ich jetzt mal, auch immer viel Podcast gehört. Vielleicht auch werbetechnisch beeinflusst, das will ich jetzt nicht mal ausschließen. Es kam auch, glaubst du, das war schon so, auch die Anfangszeit war schon auch analog und so weiter, schon wieder so ein bisschen in Mode kam intensiver, oder hatte ich es zumindest mitgekriegt. Es war aber, wie soll man sagen, also einfach direkt. Es war so, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mit der Sony schon alles machen, aber um jetzt mal bewusst was auszuprobieren, sei es jetzt eine spezielle Belichtungszeit, sei es was auch immer, musst du praktisch an der Kamera eigentlich zu viel einstellen, sagen wir mal so. Also ich habe sie immer in der Regel so, ich habe sie für die Hochzeitsfotografie so betrieben, du hast Auto-ISO gehabt, mindestens eine Belichtungszeit von einer 250stel Sekunde, wegen Bewegung ein bisschen einfrieren und so weiter, Augenautofokus und so weiter, hat da wunderbar funktioniert. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich eigentlich privat vielleicht was ausprobieren, ich will angenommen Sterne fotografieren, Astro oder sowas mal, oder eine Landschaft oder fürs Porträt irgendwas. So, dann willst du vielleicht mal sagen, okay, jetzt will ich aber manueller Modus. So, dann hat es bei der Sony das Problem, die hatte kein Schulterdisplay, wo ich meine Parameter sehe. Das heißt, du musst jedes Mal wieder hinten auf die Kamera drauf gucken. Und das war mir dann wahrscheinlich auch schon deswegen irgendwann, ich sage jetzt mal, zu umständlich, zu blöd, um es mal vielleicht auch so zu sagen. Weil dann wieder, welches Rädchen ist jetzt wieder was? Also ist jetzt hinten wieder Blende, ist vorne Zeit, ISO ist wieder andere Taste drücken. Na, also diese ganzen Sachen. So. Und dann hatte ich eben dann mir gewünscht, praktisch fürs Private, in Anführungsstrichen, was Einfacheres. In Anführungsstrichen deswegen, weil, ja, die kann ich ja genauso einfach theoretisch betreiben, aber ich habe dann was Einfacheres gesucht, wo ich sagen kann, ja, Blendezeit ISO, ich möchte es möglichst direkt steuern können und ja, nicht mehr ganz so viel Technik praktisch haben. Und das war dann bin ich ja immer auf Fuji damals aufmerksam geworden. Leica war natürlich schon immer, man wusste, man ist was Einfaches und so weiter, aber das war damals noch jenseits von Gut und Böse, von den Preisen her, für mich. Und dann war der Einstieg, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, ich kaufe mir wieder eine private Kamera, das war dann die Fuji X100V. Also die kompakte mit optischem Sucher zum Durchgucken, wo auch Linien eingespiegelt sind oder eingeblendet werden. Und man hatte eben bei der Kamera ein explizites Zeitenrädchen und auch, wenn man es angehoben hat, dann ein ISO-Rädchen. So. Und Blendenring eben am Objektiv. So. Und das war natürlich dann erstmal die, ich sage jetzt mal, private Erlösung in dem Sinn, weil damit konnte man halt wunderbar sagen, wenn ich eine Automatik will, drehe ich auf Automatik, also auf A. Mhm. Wenn ich es eben manuell haben will, dann drehe ich es halt auf den gewünschten Parameter. Per Rädchen. So, und das war natürlich dann erstmal, ja, klasse, weil damit konnte man auf einfache Art und Weise, ohne wieder 50 Knöpfe zu drücken, dann ja, das halt umstellen. Und bei der Sony, gut, ich musste bei der Sony eigentlich in der Regel nie was umstellen, aber außer man hat mal geblitzt. Also deswegen, die hat funktioniert, das will ich dir gar nicht ankreiden, deswegen, ich musste auch nicht ständig, weil alle sich immer über das Menü beschwert haben, ich musste da aber gar nicht so viel dran machen, aber vielleicht ist es auch als Healer, dass man da nicht ganz so empfindlich ist, das mag man. Naja, ich glaube, dass man sich halt mit den Menüpunkten arrangiert, die man braucht, ja, und wenn es, ich weiß nicht, 20 Menüpunkte fürs Thema Sportberichterstattung gibt, dann ist das etwas, was du wahrscheinlich gar nicht erst suchen wirst und angreifst. Ich empfehle den Kunden, die im Workshop sitzen, immer, wenn du es nicht verstehst, den Menüpunkt, den vielleicht nicht einmal aussprechen kannst, na, dann klick hier nicht an. Ne? Also. Richtig, richtig. Und natürlich, das ist schon auch richtig, dass ja, teilweise die ganzen Menüs mit gerade Autofokus-Einstellungen und so weiter, das ist ja immer komplexer wurde. Ja,
Ja, genau, also die Fuji XR100V, eben schon so in diesem Design eines Messsuchers, auch wenn es kein Messsucher ist. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, okay, hatte mich dann doch überzeugt und habe ich mal dann mir eine Fuji XT4 ausgeliehen. Hatte ich sie mal ausgeliehen? Ich habe dann irgendwann ein Leasing gemacht, genau, richtig, also über das Business und habe dann wirklich die Fuji mal parallel zur Sony dann verwendet. Hatte dann gemerkt, ja, okay, die ist dann nicht ganz so auf dem Autofokus-Level einer Sony. Hatte dann aber dann irgendwann den Effekt, den die Erkenntnis, genau, wir hatten einen Styled Shoot für die Zuhörer, das ist jetzt praktisch eine ja, inszenierte Hochzeit, wo praktisch verschiedenste Dienstleister eben ein Restaurant zum Beispiel dekorieren, inklusive einer Braut, die ein Kleid hat, die geschminkt wird und so weiter und dann das eben dann zum Zeigen, zum Präsentieren von Fotos eben dient für alle Dienstleister. Hat das dann aber auch also als inszenierte Hochzeit praktisch markiert ist, also man gaukelt nichts vor, sondern es wird dann schon markiert, dass das was Gestelltes ist. Und da hatte ich dann die Fuji dabei und die Sony, habe dann hinterher die Bilder bearbeitet am Rechner und habe gemerkt, ja, bearbeitet, komme zum nächsten Bild, klick weiter und merke ich so, habe ich das jetzt schon bearbeitet? Dann habe ich gemerkt, ich so, nee, das sind die Fuji-Bilder. Also habe dann gemerkt, das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die Bilder sehen out of cam eigentlich fast schon so aus, wie ich sie gern haben will. Jetzt also da muss ich mal einhaken. Ne? Also die Bilder aus der Fuji out of cam sind vor allem diese sogenannten Rezepte, von denen du gesprochen hast, JPEG-Einstellungen. Dass man also ja, aber ich habe ihn RAW fotografiert. Ich wollte gerade sagen, dass man in der JPEG sagt, man möchte jetzt irgendeine Filmsimulation oder irgendwas anderes haben. Jetzt fotografierst du in RAW. Mhm. Und trotzdem ist die Fuji entwickelter gewesen wie die Sony? Ja, ich weiß mittlerweile auch durch wieder andere Fotokollegen und so weiter, dass man aufgrund von RAW-Fotos und mit speziellen Kalibrierungsdaten und so weiter kannst du wohl jedes RAW-File fast so aussehen lassen wie aus einer anderen Kamera und du kannst es dann alles mehr oder weniger angleichen. Interessiert mich aber in der Praxis alles nicht, weil ja. Ich will damit nicht rumspielen. Ich will ja Fotos mehr oder weniger so rauskriegen, wie ich sie gerne hätte. Und ja, ich habe da einen deutlichen Unterschied gesehen in den Farben. Also die Farben vor allem, oder was war der Unterschied? Was hat für dich das Fuji-Bild fertiger, also schon im RAW fertiger aussehen lassen, wie das Sony-Bild? Und mit welcher Software hast du das bearbeitet? Es lag an den Farben. Okay. Es waren wirklich die Farben, dass man gesagt hat, okay, die Blautöne sind ein bisschen anders. Der Sony-Sensor von der A7 III hatte einfach immer so ein, hatte, oder früher hatten, mittlerweile nicht mehr so, aber die Sonys hatten immer so einen Orange-Stich. Hm. Also die waren einfach so ein bisschen orange-lastig. Ist anscheinend bei den neueren besser geworden, aber gut, Fuji hat manchmal ein bisschen zu viel Blau, ein bisschen zu viel Grün drin und so weiter. Also das sind immer so Nuancen, aber ich habe es auf jeden Fall definitiv gesehen, den Unterschied. Und ich hatte dann eben von dem Preset, das ich auch prinzipiell immer oder mir entwickelt habe für die ganzen Hochzeitsfotos, hat da praktisch Fuji deutlich besser reingepasst. Okay. Und dann war ich, wie gesagt, so, okay, das sieht jetzt eigentlich praktisch so aus, wie ich es eigentlich haben will, mehr oder weniger. Das andere nicht so ganz. Und dann kam irgendwann der nächste Umstieg. Ich muss ja dann sagen, es hat mich dann ja selber schon genervt, praktisch in dem Sinn, weil ich es früher nicht für möglich gehalten hätte, dass ich dann so viel Marken durchmache. Aber ja, so war es halt. Aber ich war dann doch überzeugt eben von Fujifilm und der anderen Bedienung. Bin dann auf zweimal Fuji XT4 umgestiegen mit eben, man hat das ISO-Rad, man hat das Zeitenrad, ich habe den Blendenring, habe trotzdem meinen Autofokus, Augenautofokus und so weiter und damit kann man auch, hat auch Doppelslot und allem drum und dran, also alles, was halt eine moderne Kamera braucht. Bin damit dann umgestiegen und war ab da dann mit Fuji unterwegs und hatte dann die X100V noch privat und war dann irgendwann mal da beim Fotografieren, war natürlich ab da, sage ich jetzt mal so, deutlich stärker in der, in diesem Nischenbereich der Fotografie, in der man sich dann mit
dem etwas reduzierteren Setup beschäftigt, weil X100V hat eine fest verbaute Linse. Man beschäftigt sich einfach, ja, ich sage jetzt mal anders mit der Fotografie, finde ich, weil man überlegt mit den Kameras, also man fotografiert aus meiner Sicht mit diesen Kameras anders. Man weiß, die Kamera bietet einem diese analogen Einstellräder und ab da, wie soll man sagen, ja, habe ich praktisch anders fotografiert, weil ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt hier die Parameter eben wählen, ich gucke schnell drauf, ich drehe am Rädchen. Es ist anders. Ich wollte gerade fragen, bei den professionelleren, unter Anführungszeichen, Sonys, hast du ja auch für alles ein eigenes Rad. Ist ja nicht so, dass du jetzt mit irgendeinem Consumer einfach Sony-Modell fotografierst oder was auch immer für Hersteller, wo du drei Knöpfe gleichzeitig halten musst, nur damit du die ISO-Zahl verändern kannst oder die Blende veränderst, indem du zwei Knöpfe drückst, weil sonst hast du plötzlich das Zeitrad in der Hand. Sony also, und Linsen, die normalen, haben ja auch einen Blendenring. Ja, nicht nur den ich rede jetzt nicht nur den Blendenring, sondern du hättest ja im Prinzip ja auch ein Rad für die Zeit und ein Rad für die Blende, auch wenn es nicht am Objektiv vorne ist. Du hast zumindest als dediziertes Rad, also als eigenständiges Element, ohne dass du so irgendeine Shift-Taste drücken musst, so wie bei irgendwelchen kleinen Canon-Modellen, wo du noch irgendwie die Plus-Minus-Taste drückst, damit dann das Zeitrad plötzlich zum Blendenwahlrad wird. Ne? Das ist richtig, also, aber ich sehe den Parameter trotzdem nicht. Ich muss trotzdem wieder aufs Display gucken, um den Parameter zu sehen. Ja, oder durchschauen durch einen Sucher. Ja. War nicht meine Art. Das heißt, du schaust wirklich aufs Head-Up-Display, also von oben auf die Kamera drauf, was du gerade einstellst. Oder was meinst du mit du siehst es nicht? Du meinst, du siehst die eingestellte Blende am Objektiv und nicht auf irgendeinem Display? Richtig, ja, genau. Also eingestellte Blende am Objektiv hat ja die Sony auch, oder konnte die Sony ja auch. Seitenrad hast du aber nicht, auch wenn man Automatikmodus, also ich, für mich war es, zumindest für meine persönliche Art der Fotografie, das ist ja nicht allgemeingültig, war es deutlich einfacher, zum Beispiel bei der Fuji zu sagen, okay, ich bin jetzt auf Automatik beim Zeitenrad und dann später mit zwei Drehs oder sowas bin ich dann eben im manuellen Modus bei einer 180stel Sekunde oder 125stel, um dann eben kurz ein Blitzfoto oder sowas zu machen. Also das war für mich deutlich eingängiger, auch wenn man sagen kann, okay, ich kann mit einem programmierten Custom-Wahlrad dann auch auf manuell umstellen und habe dann die Parameter zur Verfügung. Wenn man, ich sage jetzt mal, Vollprofi ist, ist ein Vollzeitfotograf, ist, das heißt, sein Hauptjob ist, dann kennst du deine Kamera innen auswendig, dann hast du das genauso drauf. Aber da ich einen ganz normalen 40-Stunden-Hauptjob hatte und habe, war es auch manchmal so, muss ich auch zugeben, so okay, wenn man dann mal vielleicht irgendwann mal eine Taste umprogrammiert hat, so was ist da jetzt nochmal drauf? Ja, ist schon klar. Mit den vielen Tasten eben, ne? Und da reden wir aber, dass Fuji das auch macht, ne? Also dass nicht nur die Sony mit den vielen Tasten, sondern auch die Fuji hat einige Knöpfe, die man mit C1-2-3 bedienen kann, ne? Richtig, oder FN richtig. Oder so irgendwie. Genau. Und irgendwann, man hat sich dann halt irgendwann schon immer intensiver dann damit beschäftigt, mit dem Ganzen. Gut, ich habe dann irgendwann mal noch gesagt, okay, bei Fuji kam dann der große Schritt nach vorne. Ich halte jetzt hier mal in die Kamera für die Leute, die es jetzt nicht sehen, und zwar die X-H2S, die fünfte Generation, wo dann auch ein Stacked-Sensor drin ist, also wo dann Fuji praktisch auch wieder es intensiv vom Autofokus her aufgeschlossen hat und eine normale klassische Bedienung, wie jetzt Canon, Sony und so weiter auch im Programm hat, die ich auch immer noch jetzt habe, diese Kamera. Die habe ich dann mal gesagt, weil das ist dann praktisch die dann schon nochmal autofokustechnisch und so weiter so einen Fortschritt bringt, dass es im Vergleich zu einer X-T4 dann trotzdem noch ein deutlicher Fortschritt ist und das dann schon was dringt ein. So, lass uns einmal zum Oktober 21 gehen, ja, wo du aus irgendwelchen im Nachhinein dummen oder auch guten Gründen in Stuttgart in den Leica Store spaziert bist. Ja, genau. So. Also, ich hatte ja angefixt durch die X100V von Fuji und die X-Pro-Linie, die Fuji ja auch hat, ich hatte aber keine,
ja, einfach schon auch Gefallen an dem Design der Kameras gefunden, also das Aussehen, sagen wir mal so. Und natürlich, da ist ja der Schritt zur Leica ist ja da nicht weit. Also das, man wusste ja schon immer, Leica ist einer der, ich will jetzt nicht sagen, der Erfinder der Fotografie, aber eine der dieser, wie soll man sagen, der leuchtende Stern am Himmel der Fotografie des 20. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal so sagen. Oh, das gibt Kommentare. Ja, Passt schon, klar. wir reden weiter, bevor wir was So, Falsches sagen. genau. Gibt auch andere tolle Marken. Aber auf jeden Fall, man wusste, okay, Leica ist was Historisches und so weiter. Und damit sind ganz, ganz viele tolle Bilder entstanden. Und man wusste, okay, die haben praktisch einfach dieses Konzept beibehalten. Seit den 50er Jahren oder ja, eigentlich noch früher mit dem Messsucher, mit manueller Fotografie, um es jetzt mal so zu sagen. Vom Aussehen her eben auch dieses, ne, also der Messsucherstil halt nun mal. Deswegen, und das, wenn man mit Fuji fotografiert, schielt man irgendwie immer trotzdem ein bisschen zu Leica. Also wenn man Gefallen an dem Konzept von Fuji hat, mit analoger Bedienung und allem drum und dran, dann hat man, ja, dann guckt man irgendwie mal zur Leica. Also. Und dann hat man sich auch damit mal beschäftigt gehabt und so weiter und natürlich deinen Podcast gehört. So, und irgendwann habe ich gesagt gehabt, jetzt Leica ist schon so eine Traumkamera. Und ja, dann war, was hatte ich geschrieben? 2021 war es, ja. Gut, ja. Dann hatte ich irgendwann gesagt, komm, ich muss jetzt mal in Leica Store. Ich will mal so ein Ding, ich will jetzt mal wissen, was da dran ist, praktisch so ungefähr. Und muss dann mal gucken, ist das jetzt ja wirklich das, was immer so ein bisschen beschrieben wird. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Und vor allem, ich hatte mich dann schon auch mal damit beschäftigt und Leica und allem drum und dran. Aber wie ist es jetzt wirklich, durch so einen Messsucher durchzuschauen und damit zu fotografieren? Und dann war dieser 27. Oktober 2021, übrigens mein Geburtstag. Da war dann nämlich Alles klar. bewusst geplant, zu sagen, okay, ich mache mit meiner Frau und machen wir uns einen schönen Vormittag, weil die Kinder dann im Kindergarten waren. Das war aber jetzt böse, ne? Der Frau zu sagen, wir gehen mal kurz durch Stuttgart spazieren, in die Wirklichkeit wolltest du zum Leica Store, also. Nee, das war geplant, sie wusste das. Sie wusste das. Das war geplant, alles gut. Da gibt es eine tolle Markthalle und da haben wir unsere Lieblingsgewürze gekauft und allem drum und dran. Also schöner Ausflug mit der Frau einmal am Geburtstag. Und da habe ich gesagt, komm, ich gehe da jetzt mal rein. Und ja, dann der Holger Strelow vom Store Stuttgart war da. Der hat uns dann noch durch die Galerie unten durchgeführt. War gerade Elliot Erwitt, die Ausstellung auch wunderbar mit ganz tollen Schwarz-Weiß-Fotos und so weiter. Meiner Frau hat es auch ganz gut gefallen und ich hatte dann das erste Mal eben eine eben in der Hand und konnte dann auch mal durchgucken und dachte, okay, also Sucher, hell und klar und also wunderbar. Es muss damals eigentlich 2021 M10, M10R gewesen sein. Sehr geehrte Damen und Herren, nur dass Sie das jetzt wissen, wir reden jetzt von dem Zeitpunkt, wo es um Alexander Bischoff geschehen ist. Ja, richtig. Absolut. Ja, so muss man es. Es tut mir leid, es wiederholt sich die Ja. Geschichte. Richtig. Ja, ich hatte die in der Hand und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es so ein 35er oder ein 50er war, im Store drauf, hatte dann ein Foto von meiner Frau gemacht, wie sie da eben saß und hatte gedacht, ich habe es bewusst mit Blende 1.4 gemacht. Und wollte wissen, okay, weil es ja immer schon auch heißt, Offenblende und so weiter und fokussieren und habe dann hinten aufs Display drauf geguckt, hatte jetzt keine eigene Speicherkarte dabei, habe aber gesagt, okay, dafür, dass es jetzt manuell ist und dann offenblendig und so weiter, da ist es ganz okay, was ich da jetzt zustande gebracht habe vom Autofokus, vom Fokus fokussieren her, mit mehr Suche. Und ja, auf jeden Fall war eine tolle Kamera, hatte auch die Q2 das erste Mal, meine ich, war in der Hand, genau. Hatte bewusst die Q2 als erstes in die Hand genommen, weil ich gesagt habe, okay, gebt mir erstmal die Q2. Oder bin rein und hat ja gefragt, kann man die mal in der Hand nehmen? Ja, klar, natürlich, wunderbar und so weiter, kein Problem. Also jetzt nicht, ja, nicht anfassen, teuer, sondern hier, bitte, mach. Und Q2, und habe gemerkt, okay, also ja, auch tolle Kamera, gar keine Frage, auch wertig verarbeitet, wunderbar.
aber ist halt eine Digitalkamera. So eine typische Digitalkamera. Ich habe dann einen Sucher, da gucke ich durch, einen Digitalsucher. Tolle Kamera, gar keine Frage, aber ja, so. Und dann hatte ich eben die M in der Hand. Und ja, dann dachte ich schon so, okay, Grinsen im Gesicht und so weiter. Und ja, also auf jeden Fall, wir sind dann irgendwann, natürlich mussten wir wieder raus, weil Kinder wollten abgeholt werden vom Kindergarten. Haben gesagt, okay, ja, das ist schon was. Und dann hieß es ja damals schon, ja, okay, irgendwann kommt ja auch mal der runde Geburtstag und so weiter, dann der nächste, der jetzt erst 2024 ist, aber so. Genau, dann ging natürlich erstmal Zeit ins Land. Man war ja mit beschäftigt, teilweise mit Hochzeiten, mit Ende 2021, richtig, Anfang 22, war es Anfang 22, also ne, Thema Corona kam irgendwann mal dazwischen noch. Das Leidige und ja, so, dann der weitere. So viel Zeit ja. War es ja nicht. Ne? Du bist ja dann irgendwann einmal auf die Fotopia nach Hamburg spaziert im nächsten Jahr. Also, das richtig, war, wir reden jetzt nicht von Jahren, wir reden jetzt nur von Monaten, die uns hier zwischen ja, dem genau, ersten genau, angreifen genau. Und dem nächsten genau. berühren. Auseinander hatte. Genau, ja, es war ja fast ein Jahr, weil das war ja Oktober und die Fotografie, ja, meine ich, 22, ja, ja, genau, so war ungefähr da. Genau, ich hatte da zwischendrin, oder schon ein paar Jahre vorher, einen guten Kollegen und Freund, der Sven, kennengelernt. Wir hatten dann auch schon Online-Veranstaltungen, das Creative Love Event gemacht und so weiter, wo wir auch Online-Speaker eingeladen hatten, die dann was erzählt hatten und so weiter. Und wir drei, also der Sven und dann noch die Nina, wir drei sind, dann haben wir gesagt, wir fahren zur Fotopia zu dritt. Ist dann auch ganz nett, muss man sagen, wenn man zu mehreren hingehen kann. Und die Nina, die auch von Leica dann irgendwie schon angefixt war, die hatte sich dann zuerst die Delux 7 gekauft, meine ich, gebraucht. Haben wir gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall bei Leica am Stand vorbei. Ich hatte mir zwar auch Fuji und so weiter angeguckt, ja. Wir haben dann, der Olaf Wolf war da, der Dr. Carsten Ott war da. Jetzt hast du verloren. Sehr geehrte Damen und Herren, alle, die Olaf Wolf kennen und auch die anderen, wer es jetzt nicht bis jetzt verstanden hat, aber wenn das passiert, dass Olaf Wolf dort steht, du die Kamera schon einmal in der Hand hattest und du triffst dann auf Olaf Wolf, das wandelnde Leica-Lexikon, wo du keine Frage stellen kannst, die er nicht auswendig weiß, da hast du verloren, weil jetzt ist vorbei. Ja, ja, genau. Ja, ja, es ist eine Frage, genau. Ob du dein Geld mit hast oder nicht. Richtig, ja, ja, ist ja genau. Es hat ja danach noch ein bisschen gedauert, aber ja. Auf jeden Fall, Stand war, wir waren, ja. Und man muss auch sagen, wir waren von Donnerstag bis Sonntag, wir waren komplett auf der Fotopia. Ich glaube, entweder der Donnerstag oder der Freitag, also einen der Tage, waren wir den kompletten Vormittag bei Leica auf dem Stand. Also wir waren dann, ich glaube, wirklich 3 oder 4 Stunden dann dort auf dem Stand und sind dann nicht losgekommen. Es war nochmal jemand dabei, ich weiß der Name gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, es war noch die Ausstellung von Philipp Reinhardt und Max Galis und vom Hütte, Paul Hüdemann, die Ausstellung von denen, von den Olympischen Spielen, die Bilder und alles drum und dran. Also Tokio konnte war das, sich, ja. Genau, von Tokio und Peking. Mhm. Also man hat sich halt wunderbar wohlgefühlt und alles drum und dran. Es war... Man wollte eigentlich gar nicht mehr weg, so vom Stand. Und genau, so, das war so das zweite Leica-Großereignis, sage ich jetzt mal so. Nach der Fotopia war dann, ja, hatte ich mich dann auch immer wieder mal mit der Nina und so weiter ausgetauscht. Es war dann durch wieder einen anderen Fotografen noch der Kontakt zu jetzt habe ich den Namen vergessen von dem. Ja, er nennt sich auf jeden Fall Fotowerk, ist sein Pseudonym. Auf jeden Fall, der hatte dann noch den Kontakt zu Leica hergestellt und ich hatte dann die Ehre, dass mich, ich frage mich jetzt, ich meine Thomas heißt er, mich dann von Leica persönlich besucht hatte und mir eine SL2S und eine Q2 vorbeigebracht hat. Also in diesem, im Rahmen dieses Business-Programms. Ich sage jetzt mal so von Leica. Und da hatte ich dann mal hier zu Hause dann mal eine SL2S und eine Q2 2 Wochen lang da zum Testen, wo es eben darum ging, ja, möchte ich die vielleicht eben im
Rahmen meines Hochzeitsfotografie-Business praktisch dann nutzen und so weiter. Hatte dann ja, die Q2 auch ein bisschen getestet nochmal, weil könnte ja auch eine Option sein, wurde aber mit den 28 mm einfach nicht so glücklich, weil ich halt auch einfach der 35 mm Fotograf bin. So von meiner Standardbrennweite her. SL2S fand ich dann eine richtig klasse Kamera, gebaut wie ein Panzer, super toll, also erstmal vom Gehäuse, auch von der Bedienung her, die Tasten an der richtigen Stelle, der Druckpunkt und allem drum und dran. Aber in Summe war es mir zu schwer. Das war dann, also wo ich gesagt habe, ja, toll, aber dass ich jetzt da praktisch komplett umsteige und dann kostet dann doch auch einiges an Geld, dann habe ich gesagt, ist okay, nee, das ist dann noch nicht der richtige Schritt. Genau. Also das hatte dann, genau, das war der nächste Kontakt sozusagen. Ja, und dann kam, ja, dann der Name 2023 irgendwann so seinen Lauf und ja, gut, 2023 war dann bei mir eh schon mit den Hochzeiten, ging es da eher, ich sage jetzt mal, nach unten in Anführungsstrichen, dass es nach unten, in dem einfach weniger Aufträge waren, wobei das privat ganz gut gepasst hatte, weil 2022, das war so das große Jahr der Hochzeiten, wo ganz, ganz viele Corona-Hochzeiten nachgeholt wurden, die verschieben mussten, die haben natürlich die Leute, die normal heiraten wollten, auch und da war ich dann eben sehr, sehr gut beschäftigt und hatte ich gemerkt, okay, das ist ein bisschen viel alles, weil ne? Frau, Familie sind auch noch da, man kann jetzt nicht nur noch unterwegs sein. So. Dann hat sich dann ergeben, dass ich, sag ich mal, Frühjahr 23 noch entschieden hatte, dass ich, wie soll man sagen, eine private, ich sag jetzt mal, Fortbildung mache, die ich an Ende 23 angefangen habe, die noch bis Mai geht. Ja, einfach das Thema Hochzeitsfotografie, sag ich jetzt mal, so ein bisschen reduziere einfach. So. Und irgendwann hatte ich dann im 2023 im Herbsturlaub, das war so in letzte Oktoberwoche, wir waren im Urlaub im Schwarzwald und ich hatte auch Kamera dabei, Fuji und ein paar Linsen, hatte natürlich viel zu viele Linsen eingepackt, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt mitnehmen und man wollte eigentlich nicht zu viel mitnehmen, aber weil ich vorher beruflich gut eingespannt war, ja, schmeiß mal halt was zusammen in die Tasche und nehmen wir alles Mögliche mit. So. Ja, und war dann vor Ort eher im Urlaub dann etwas von mir selber in dem Sinn angenervt, weil ich hatte dann irgendwie immer, ich wollte im Urlaub fotografieren, wusste aber wieder nicht, was für eine Brennweite nimmst du heute mit und zu viel. Und ja, da hatte ich dann schon Kontakt mit dem Ben, Benedikt Brecht, der von Momente deiner Geschichte, der ja auch schon bei dir Gast war, hatte damit und ihm, und ich bei ihm. Ja, oh, stimmt, und du, richtig, korrekt. Hatte da schon einen intensiveren Austausch mit ihm, hatte Sprachnachrichten hin und her geschickt und dann kam irgendwann so, ich musste aufgrund der Fortbildung dann einmal nach Stuttgart zurückfahren aus dem Urlaub und dann bin danach dann auch wieder runtergefahren und so weiter. Auf jeden Fall hatte ich da viel Zeit zum Nachdenken und dann kam mir irgendwann die Idee, naja, was ist jetzt einfach, wenn du sagst, okay, du schraubst, du hast eh keine, also die Zeit für die Hochzeitsfotografie, die reduziert sich. Und wenn du jetzt einfach einen Teil deiner Fuji-Ausrüstung verkaufst, weil ich zwischenzeitlich auch mal ein großes Tele angeschafft hatte und alles drum und dran, wenn du das jetzt alles verkaufst, dann wird es doch eigentlich reichen für so eine Leica M, die ja mir von Anfang an, von diesem ersten Anfassen, ne, mit diesem Leder und dem Gift und was da manchmal immer da... Wir sprechen jetzt nicht über Gift. Nein, genau. Diese Sachen, die du erwähnt hattest, also es hat mich ja nicht mehr losgelassen, irgendwie das Thema. Und ich habe dann einfach den Gedanken gefasst, okay, jetzt man könnte einiges verkaufen, dann müsste es eigentlich einigermaßen hinhauen vom Geld her, weil sie kostet jetzt nicht nur 1.000 Euro, sondern ein bisschen mehr und von dem her gucken wir, wie kriegt man es zusammen. So, und dann hatte ich noch in den Wochen danach erstmal überlegt, was machst du jetzt? Also es war, ich hatte dann schon vor zu verkaufen, hatte dann überlegt, okay, verkaufe ich einfach komplett alles an Equipment und kaufe mir dann praktisch eine Leica M. Also jetzt da hatte ich über die M11 nachgedacht, das aktuelle Modell mit einem 35er Summicron zum Beispiel, zu sagen, okay, das ist dann nur noch das, was ich habe. So.
also Radikalschnitt praktisch zu machen. Das war ein Gedanke. Hatte auch mal zwischendrin darüber nachgedacht, weil, ne, wenn man über das Geld nachdenkt, kaufst du vielleicht auch ein Mittelformat oder sowas, da kriegst du auch eine Top-Bildqualität raus, also so eine Fuji GFX oder sowas, oder eine Hasselblad oder sowas. Hasselblad war schon mal auf dem Mond und so, ach ja, ne, ist auch eine bekannte Firma. Alles mal, einfach mal, damit man alles gedacht hat, sagen wir es mal so. Aber es war klar, der Wunsch nach einer Leica M wird nicht verschwinden. Ich musste mir dann irgendwann eingestehen, nein, es hat keinen Wert. Wenn, dann brauche ich eine M. So, und ich hatte, stimmt, da fällt mir gerade noch wieder was ein, das hatte ich vergessen. Ich hatte im Sommer letzten Jahres, also Sommer 2023, mir mal eine M240 ausgeliehen, gemietet. Mal eine Woche, meine ich. Mit der bin ich aber nicht warm geworden. Also ich hatte die hier. Ja, es war schon eine M. Gut, die war schon deutlich gebraucht, sagen wir mal so. Also das Leder ging schon ein bisschen ab und so weiter. Also nicht mehr gerade in so einem tollen Zustand. Die hat mir aber vom Feeling her nicht das Richtige gegeben. Das hatte ich gemerkt. Ich hatte gemerkt, okay, die ist mir doch, sie ist dicker. Es ist zwar ja nicht viel, ich glaube, es sind um die 3 mm oder irgendwie sowas, was ich mal gelesen hatte, genau. Es ist nicht viel, aber es ist massiv spürbar. und doch auch mit der, ja, sie ist doch ein bisschen im Vergleich jetzt zu heute einfach ein bisschen träge und ja, da habe ich gesagt, klar, man kriegt sie günstig im Vergleich, aber sie hat nicht dieses Gefühl, dass ich gesagt habe, ja, die ist es, die kaufe ich mir gebraucht, günstig und so weiter. War nicht das Richtige. Und ja, dann war es irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich schnapp mein ganzes Equipment, habe mit dem Leica Store Nürnberg Kontakt aufgenommen, habe gesagt, kauft ihr Fuji an, weil, dachte mir, ja, vom Jan Dittmer, Fuji Store, Leica Store, das müsste doch möglich sein, dass ihr praktisch Fuji Equipment entgegennehmt. Ja, klar, natürlich, komm vorbei und so weiter. Und ich hatte schon mal alles hingeschickt mit, das sind die ganzen Kameras, das sind die ganzen Linsen, die Seriennummern, die Kaufdaten und allem drum und dran, wann, wo gekauft und wie und allem drum und dran zusammengestellt. Und haben sie eben ausgerechnet, was würde ich ungefähr dafür kriegen. Und dann kommst eben noch vorbei. Hatte dann mir auch einen Tag ausgesucht, hat alles ins Auto geschmissen. Also nicht geschmissen, sondern getragen. Hab gesagt, ja, ich fahr los. Bin auch losgefahren. Also nach nur 10 Minuten, ist ein bisschen verrückt vielleicht, aber ich bin wieder umgedreht. Schlechtes also, Gewissen. Ja, ich habe dann gedacht, also wenn ich jetzt praktisch alles Equipment abgeben muss und dann noch, war dann trotzdem noch eine Zuzahlung notwendig, ich gesagt, das ist es mir irgendwie nicht ganz wert. Das war dann doch zu viel, was ich abgeben musste, praktisch schon von dem ganzen Equipment. Und dann habe ich gesagt, nee, dann soll es irgendwie doch nicht sein. So, das war der erste Dämpfer irgendwie oder sowas. Also so. Aber ja, Wunsch war ja trotzdem noch da und irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt vergleichst du mal. Oder ich wollte eigentlich auch, deswegen hatte ich ja den Leica Store Nürnberg kontaktiert, eigentlich alles auf einmal in einer einfachen Aktion loskriegen, um dann umzusteigen. So. Das alles hat dann danach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, gut, dann guckst du halt, dass du eben vielleicht dann das Equipment eben einzeln verkaufst und dann kriegst du vielleicht ein paar Euro mehr dafür, weil hast ja dann mehr Aufwand selber und so weiter. Und habe dann das Ganze angefangen und habe dann ausgerechnet, okay, das wird sich dann wahrscheinlich ausgehen mit dem Thema nicht einer M11, aber eine M10R. Das war so, bevor die M11 rauskam, war das mein absolutes Traummodell, die M10R, weil wenn ich wusste, wenn ich eine Leica will, dann will ich auf jeden Fall 40 Megapixel, also die 24 Megapixel von einer M10 bei einer Kamera, die dann schon sehr lange bei mir bleiben wird, so ein bisschen schneiden, kroppen mal in der Street-Fotografie, wäre dann doch ganz nett. So. Deswegen wusste ich, okay, M10 ist sicherlich eine gute Wahl, aber so das Traummodell wäre die M10. Ich hatte mich dann auch hin wieder mal ein kleines bisschen mit Dominik Nahr manchmal ausgetauscht, weil er auch immer schon gesagt hat,
wie hat er immer früher gesagt, also der Sensor muss mit ihm reden. Der Sensor needs to talk to me oder sowas ähnliches. Also auf jeden Fall wusste ich, okay, ja, also an der MCNR ist schon was dran. Ja, so, dann halt rumgeguckt und M10, M10R, dann Foto Görlitz und also die verschiedensten, also so der Lieblingshändler vom Mike Kroner, meine ich, und dann eigentlich früher Meisterkamera und ja, halt in der typischen Leica-Welt, wenn man sich da bewegt, kennt man sich ja dann irgendwann aus, was die typischen Händler sind und hab dann geguckt und bin dann irgendwann eben auf ja, dann Leica Store Stuttgart und so weiter dann eben gestoßen. Also ich kannte ihn ja schon natürlich, aber wo dann eben drin stand hier eine M10R-Demo-Produkt, dachte ich, okay, das ist jetzt also preislich deutlich attraktiver jetzt als eine M11. Da ist dann locker Thema Linse und so weiter noch drin. So, was machst du jetzt? Und dann irgendwann gesagt, ja, da war es dann so weit, dass dann durch den Equipment-Verkauf dann der Betrag finanziert war praktisch. Oder also Geld war dann verfügbar. Dann habe ich irgendwann den Schluss gefasst, jetzt will ich sie. So. Und habe dann ja im Store Stuttgart den ich hatte ihn geschrieben, richtig geschrieben. Ich würde sie gern nehmen, meine ich. Und habe dann angerufen und habe gesagt, ja, Leute, ich brauche die Kamera jetzt. Also ich will sie, ich komme vorbei, ich hole sie. Und Holger hat dann geschmunzelt. Ja, natürlich, klar. Und das war natürlich dann, ja, war dann einfach ein gutes Angebot. Preis-Leistung hat dann wunderbar gepasst. Und ja, dann war es die in der Woche vom 22.12., also die Woche vor Weihnachten, dass ich da hatte ich montags dann, ich hatte montags ja im Store angerufen, genau, und ja, dann das Go gegeben, ich nehme sie und die haben mir dann die Rechnung fertig gemacht, oder ich hatte dann mit denen noch telefoniert, genau, weil mit so viel Bargeld jetzt durch die Gegend laufen ist ein bisschen ungeschickt. Wie machst du das mit der Bezahlung und allem drum und dran? Und dann haben sie mir Rechnung geschickt, ich habe es dann überwiesen, dann habe ich gesagt, okay, komm, ich hole die Kamera dann mittwochs oder so, oder spätestens donnerstags ab. Es wurde dann Freitag zusammen wieder mit meiner Frau, da dachte ich, sie hat nämlich dann gemeint, ja, sie könnte doch auch mitkommen, ich so, weil sie dann den Tag frei hatte, ich so, perfekt, wunderbar, ist mir noch lieber, dann gehen wir wieder zu zweit in den Leica Store nach Stuttgart. Und dann hatte es eben bis zum 22.12.2023 gedauert, bis ich dann meine eigene M10R in den Händen halten konnte. Und ja, das war dann, wie soll man sagen, also natürlich ein sehr, sehr freudiges Ereignis. Ja, Weihnachten halt, ne? Weihnachten, genau, das hat dann auch noch ganz nett gepasst, absolut. Wobei ich jetzt zugeben muss, ich habe erstmal Vogtländerlinsen gekauft und habe da einen 35mm Ultron F2. Das wird sich ändern. Ja, das glaube ich auch, ja, wobei das war jetzt einfach, das war jetzt preislich so günstig und das muss man sagen, von den Testberichten her, das Ultron liegt schon auf Höhe von dem Summicron. Auf jeden Fall habe erstmal das 35 Ultra gekauft und noch ein von Vogtland noch ein Nocturne 50 1.2, das auch echt tolle Bilder macht, muss ich sagen. Also 35-50, weil das sind die beiden Brennweiten, wo ich gesagt habe, das sind eigentlich die Brennweiten, die ich dann eben haben will. Weil so meine, auch in der Hochzeitsfotografie dann immer meine beiden Lieblingsbrennweiten zum Schluss waren. 35-50, die ich auch wirklich parallel verwendet habe, auch wenn man manchmal sagt, sie sind eng beieinander, sie sind haben doch ihren eigenen Charakter, die beiden Linsen. Und habe gesagt, die sind jetzt einfach vom Preislichen her so günstig, da kann man die jetzt erstmal wunderbar nutzen. Wobei ich trotzdem noch irgendeine Leica-Linse haben will. So. Also, ich hab's gewusst. Das ist, also jetzt, im Moment würde ich gerade sagen, da ich jetzt das Nocturne 50 1.2 habe und das ja doch ein bisschen größer ist, da wird sich zum Beispiel ein Summicron 50mm wunderbar anbieten. Aber ja, gut, da ist halt die. Da ist der Linsenpark beliebig groß. Brennweiten sind auch die ich gerne nutze. Also ja, in der Naturfotografie oder was ich früher gemacht habe, da ist die Zeit eh nicht mehr wirklich da. Das heißt, ein riesen Monster-Tele brauche ich eh nicht. Und wenn, dann kann ich habe ja immer noch eine Fuji-Kamera. Dann könnte ich es auch da ranschrauben, wenn ich es mal wieder haben wollte. So. Und bin jetzt halt erstmal mit den Vogtländer-Linsen eingestiegen.
Ja, und natürlich, was der Mike Roder, mit dem ich mich wieder auch mal unterhalten hatte, dann ja gesagt hatte, und so ging es mir jetzt dann auch erstmal, man hat eine, wie soll man sagen, eine tiefe Befriedigung gespürt. Einfach so eine innere Ruhe, weil es hat mich schon massivst umgetrieben. Es hat mich jeden Tag fast schon gequält, dieses Thema. Was mache ich jetzt, bis ich sie dann in den Händen, oder bis ich dann die Kaufentscheidung dann wirklich fällen konnte? Und ja, es ist eben genau das, was es dann ausmacht. Man, wo Fuji sich so ein bisschen dran orientiert, um es jetzt mal so auszudrücken, mit, man hat ein ISO-Rad, man hat ein Zeitenrad. Übrigens, stimmt, das fällt mir auch noch ein, das war auch so ein Thema, M240 hat kein ISO-Rad. Da hast du die Taste und musste dann, das hat mir auch nicht ganz so gepasst, deswegen dann doch die M10R. Ich habe es jetzt gerade in der Hand für die Zuhörer. Man hat halt einfach, ich habe halt den Einschaltknopf, ich habe das Zeitenrad, ich habe das ISO-Rad, ich habe hinten Live-View, Play- und Menü-Taste und das Steuerkreuz. Ja, genau. Und genau das reicht. Das ist eben genau das. Ich habe die essentiellen Dinge, die mich praktisch, die ich zum Fotografieren brauche, wenn ich jetzt nicht super Sport, Action, Fußballspiel und so weiter fotografiere. Und das sind jetzt eben, jetzt habe ich praktisch die Kamera und das ist eben auch das, was ich sage jetzt mal, ich glaube, Leica dann wieder ausmacht, oder wenn man Leica mag, was es dann auch ausmacht. Die Kamera ist eben da, die steht dann da, wenn ich sie ausgepackt habe oder sowas, und die motiviert einen dann zum in die Hand nehmen. Und was ich nicht erwartet hätte, oder was ich, zwei Dinge. Einmal kam, ich war ja früher schon technikbegeistert, bin immer noch technikbegeistert, es kam dann in meiner Zeit, wo ich mich mit Leica jetzt intensivst beschäftigt habe, kam von Sony die Alpha 9 Mark III raus, die jetzt einen Global Shutter drin hat. Also eine Kamera, die praktisch den kompletten Sensor auf einmal ausliest und nicht zeilenweise. Die kommt erst im Februar, oder? Oder kommt sie jetzt im Februar? Also angekündigt wurde sie jetzt. Ja. Irgendwie, oder angekündigt war sie irgendwie. Also das aber auf ist jeden egal. Fall. Wusste, ja. Genau. Hätte ich jetzt auch kaufen können für den Preis. Aber ich wusste schon, was will ich mit irgendwie 120 Bildern in der Sekunde? Das bringt mir nichts für meine Art der Fotografie. Ich war zwar zwischendrin auch mal bei einer Pressefotoagentur ein kleines bisschen tätig, aber für meine Art der Fotografie jetzt wäre das alles komplett überflüssig. Ist sinnlos, sagen wir es mal so, diese Datenmengen zu produzieren. Und das Zweite, was ich erwähnen wollte, war eben, das stimmt, wenn man jetzt die mit der Leica fotografiert, dann hat man, also sie ist ein Werkzeug, aber ich denke mit der Leica nicht mehr über die Kamera nach. Also natürlich am Anfang hat man so ein bisschen die Herausforderung, ich muss mal mit Messsucher klarkommen. Ich muss das Fokussieren ein bisschen üben, ich muss mich dran gewöhnen, weil es eine ganz andere Art der Fotografie ist. Aber mit der M, finde ich, ist es so, man fokussiert sich auf das Motiv, sage ich mal so, man stellt seine Blende ein, das, was man haben will. Und die Kamera ist dann das Werkzeug und ich muss aber nicht drüber nachdenken, muss ich jetzt noch 5 Knöpfe drücken oder muss ich das eine Rädchen, das Einstellrädchen nochmal 2-mal weiter drehen und so weiter. Dann ich habe praktisch die 3 Parameter, mit denen ich arbeite, ich habe meinen Finger für den Fokus. Und das ist dann das, um ja eigentlich alles zu erledigen, weil mehr braucht es nicht. Und was ich auch wieder interessant finde, durch den optischen Sucher, man wird praktisch, so hat sich schon ein kleines bisschen angefühlt, wie bei Zurück in die Zukunft, mal kurz in die Zeitmaschine gesetzt, nach hinten gerissen, wird auch so ein kleines bisschen auf Anfang gesetzt. Und man wird wieder ganz anders in seiner Vorstellungskraft gefordert. Also sie fördert einen durch Forderung. Weil man muss durch den optischen Sucher wieder durchgucken. Du bist nicht mehr den elektronischen Sucher. Den hast du nicht mehr zur Verfügung, außer Visoflex und so weiter. Aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Sie fordert dich praktisch, indem du dir halt wieder praktisch in Gedanken vorstellst, wie wird das Bild jetzt. Ja, für diejenigen, die da nicht ganz so in der Materie drinnen sind, der Unterschied ist einfach, du schaust durch ein Fenster,
Ja, und siehst immer das Gleiche, ganz egal, welche Blende du einstellst, ganz egal, welches Objektiv du dran hast, du hast immer das gleiche Motiv vor dir, gleich groß, gleich klein, gleicher Ausschnitt und dann wird halt entsprechend oder dargestellt, eingezeichnet, was davon aufs Bild kommt. Und bei den modernen spiegellosen Kameras, da ist ja so, dass du im Sucher im Prinzip wie bei einer Spiegelreflexkamera schon das Ergebnis siehst, bis hin zu Schärfentiefe und all den anderen Sachen, die du ja bei der M im Messsucher nicht erkennst. So, du erkennst einfach nicht, welche Blende du eingestellt hast. Du siehst immer ein scharfes Bild von vorne bis hinten. Lass mal den Schärfe, den Fokuspunkt weg. Und das schult, so wie du sagst, das schult sicher das Auge und ist auch gewöhnungsbedürftig, dass man eigentlich nur aus Gefühl irgendwas einstellt, ohne zu wissen, was man wirklich, also falsch, ohne es nachvollziehen zu können, gleich live. Richtig, richtig. Ja, Und ich glaube, Patrick Ludolf war das, der gesagt hat, je mehr er sich mit der Kamera beschäftigt, desto weniger Zeit hat er fürs Motiv. Ich glaube, er hat es umgekehrt gesagt. Je weniger er die Kamera beschäftigt, sich mit Kamera beschäftigen muss, desto mehr Zeit hat er fürs Motiv. Und das, was du ja auch gesagt hast, dass durch die fehlenden Möglichkeiten von Einstellungen. Und primär ist es aus meiner Erfahrung heraus vor allem der Autofokus, den man da an verschiedensten Stellen einstellen kann, weil das ist so das Hauptparametrisierungsding, das man in der Kamera machen kann. Und wir lassen Video jetzt weg. Und dadurch, dass es keinen Autofokus gibt, fällt ja ein riesen Menüpunkt mit ganz vielen Unterpunkten und Möglichkeiten weg. Oder vielleicht sogar zwei Tasten, die eine, die den manuellen und nicht manuellen und Servo und nicht Servo bei Canon und wie die alle heißen, einstellt. Und, wo sitzt noch der Fokuspunkt als nächstes? Das fällt ja alles weg bei der M. Ja. Du hast also wieder mehr Zeit, dich mit dem Motiv zu beschäftigen. Jetzt hast du die Kamera nicht ganz noch schon einen Monat, also sag mal Mitte Januar, also wenn das dann ausgestrahlt wird, einen Monat, aber jetzt hast du sie nicht ganz einen Monat. Ich gehe davon aus, du hast schon fotografiert damit, na klar, und mehr wie alles andere bisher. Siehst du eine Weiterentwicklung und wie würde man sowas feststellen? An was würdest du das festmachen, dass du dich dank dieser Reduktion an Funktionalitäten weiterentwickelt hast in der Motivwahl, in der Fotografie? Kann man das feststellen? Selber? Das ist eine gute Frage. Also es ist ja in dem Sinn noch eine vergleichsweise kurze Zeit. Am Anfang, die ersten ein, zwei Wochen oder so, da ist erstmal so, okay, komm mit dem Messsucher klar. Die ersten zwei Tage, 24 Stunden hat der Tag, die ersten 48 Stunden mit der Kamera in der Hand und dann geht das. Genau, so. Da ist also am Anfang, muss ich auch zugeben, das merkt man natürlich, ist der Gewöhnungseffekt erstmal, oder man muss sich erstmal dran gewöhnen. Dass man nicht nur auf das das Fokusfensterchen, das eingespiegelte Bild guckt, dass man nicht nur auf das guckt, weil am Anfang guckt man halt da drauf, weil ich muss ja da damit scharf stellen. Da komponiert man natürlich dann entsprechend weniger. Ich sage jetzt mal, den Schritt habe ich jetzt, glaube ich, überwunden und kann mittlerweile mich wieder so mehr mit dem Motiv beschäftigen, nachdem man so die Technik der Kamera ein bisschen besser beherrscht, um es mal so zu sagen. Dann hat man natürlich den Punkt, ich bin ja auch Brillenträger. Da ist, wenn du durchguckst, ist praktisch der komplette Sucher ist 35 mm. Die 28 mm, wie du es auch immer schon sagst, die existiert praktisch nicht. Außer ich gucke wirklich so, quetsch mich an das Ding ran. Also deswegen besteht für mich eigentlich der Sucher aus 35 mm. 50 mm ist als Brillenträger natürlich jetzt rein vom Durchgucken her, mit dem mit der Linie her natürlich optimal. Die Entwicklung. Man erkennt, wenn du jetzt die Bilder anschaust, erkennst du, dass das jetzt mehr Spaß gemacht hat, dass das jetzt eine andere Kamera war? Kann man das erkennen, weil du sagst, plötzlich schauen Motive anders aus? Man kann ja sein, dass du sagst, plötzlich sind alle Menschen in der Mitte von der Kamera, weil dort stelle ich scharf und denke nicht daran, dass ich es dann verschieben muss. Verschiedenste Faktoren. Am Anfang sicherlich ein kleines bisschen mehr mittig, das will ich nicht ausschließen, weil du fokussierst halt nun mal in der Mitte. Das versuche ich gerade zu reduzieren. dass man halt sagt, ja, ich suche mir eben eine Kontrastkante, irgendwas, wo ich gut scharf stellen kann, um dann wieder zu verschwenken.
habe festgestellt, dass ich trotz Offenblende auch teilweise von 1-2 wunderbar mit dem Messsucher auch auf kurze Distanz die Kinder fotografieren kann, wo du dann eben im fertigen Bild, ja, wenn du reinzoomst, kannst da gucken, dann liegt es vielleicht nicht auf der Augenbraue, sondern ein bisschen weiter vorne oder sowas, ne? So diese diese Unperfektheiten, wo mir dein Spruch immer, na, gibst der Oma, die Oma zoomt nicht auf dem iPad rein, das macht die nicht. Na, das ist mir da auch sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Ist ja auch so. Und ich würde sagen, also ja, ich fotografiere mit der Kamera natürlich bewusster. Hm. Das ist auf jeden Fall der Fall, weil ich weiß, dass wenn jetzt was ist, wenn was nichts wird, dann liegt es allein an mir. Und nicht an der Kamera. Weil bei der Autofokuskamera, dann kann es sein, ja, sie fokussiert auf das Auge, dann ist vielleicht aber jetzt gerade das linke Auge und ich will es aber vielleicht auf dem rechten Auge scharf haben oder ich will, ne, so wieder, du bist praktisch in der Techniksteuerung drin bei den ganzen anderen Kameras. Und bei der Kamera ist es, ich entscheide, was genau ich will und genau das mache ich dann eben. Und wenn mir es nicht hundertprozentig gelingt, dann liegt es halt an mir, dann muss ich halt an mir arbeiten, um das dann hinzukriegen. Und man kann auch rennende oder schaukelnde Kinder damit schon fotografieren. Das geht auch. Habe ich dann mit den eigenen Kindern im Garten ausprobiert. Man muss halt ein kleines bisschen dann vorarbeiten, dass ich sage, okay, an der Stelle, will, wenn sie da dann ist, dann drücke ich da halt mal ab. Und ja, ich finde schon, man fotografiert auf jeden Fall bewusster. Und ich zumindest überlege mir dann mehr, vielleicht, also zumindest das eine oder andere Mal mehr, wie gestalte ich jetzt vielleicht das Motiv, weil ich bewusst damit fotografiere, weil draufdrücken und dann, gut, Serienbildmodus gibt es bei der Kamera, habe ich aber nicht aktiviert, weil brauche ich da jetzt nicht. Gut, bei schaukelnden Kindern oder sowas, da macht es vielleicht Sinn, aber ja, es, wie soll man das beschreiben? Es ist einfach eine andere Art der Fotografie. Das ist, ich gucke durch und ja, das, sagen wir es mal so, das Thema Visualisierung im Hirn wird praktisch angeschaltet. Das ist bei der Kamera ganz anders als bei einer modernen digitalen mit digital Zoom. Und auch anders als bei einer Spiegelreflex. Weil der Spiegelreflex halt, kannst ja immer noch, hast ja genau den Blick durchs Objektiv und teilweise mit Abblenden und allem drum und dran, auch wieder alles anders. Das ist bei der Kamera einfach definitiv anders. Das ist, ja. Und man kann trotzdem wunderbar, ich sag jetzt mal so, also Momente festhalten. Sie ist von der Größe her jetzt auch nicht eher ja kleiner als andere Kameras. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, Alexander Bischoff mit seiner Reise durch die Welten der Kameramarken, und da ist schon ziemlich schon viel vertreten, von Canon über Olympus, Fuji, Sony Fuji, und aus meiner Sicht als Betreiber dieses Podcasts muss ich sagen, jetzt ist er angekommen. Bei einer Leica, bei der Leica M, und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über diese oder mir diese Geschichte zu erzählen. Danke. Ich danke recht herzlich für die Einladung, Michel. Und ja, genau, man fühlt sich jetzt angekommen. Und genau, da bin ich jetzt gespannt, was dann die Zukunft an tollen Bildern bringt. Und ich hoffe dann mal, dann mehr davon präsentieren zu können, von diesen ganzen Bildern. Davon gehen wir aus. Die Links zur Sendung, also Homepage, die mehreren, die du mir da geschickt hast, auch die zwei Instagram-Profile, die du mir da geschickt hast, und dann wird vielleicht noch ein drittes kommen mit den M dahinter, wie auch immer, die werden wir in den Shownotes verlinken. Ich habe auch zu Paul Hüttemann und ähnliches die Podcast-Folgen, ich packe dir mal dazu, dass, falls sich jemand dafür interessiert. Und ja, sehr geehrte Herren, danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, und dir alles Gute, viel Spaß mit deinem Alexander. Dankeschön, tschüss.